Aktion Zäune für Vereine. Wir brauchen Sport, hieß es am Samstag in Pößneck. Franziska Riedl und Lars Dillinger haben sich für unsere Region was einfallen lassen. Sie organisierten Banner von Vereinen, egal welcher Art, und brachten diese kostenlos an zur Verfügung gestellten Zäunen bei der Firma Steinmetz Geißler, Dachdecker Richter, Firma Dillinger und Familie Riedl an. Damit soll darauf aufmerksam gemacht werden, dass endlich wieder Sportarten wie Fußball, Tanzen, Schwimmen, Ringen und alle anderen Sportarten stattfinden können und für die Vereine ein Zeichen gesetzt wird. Die Aktion, die für die nächsten 2 Wochen angelegt ist, fand bereits viel Zuspruch von betroffenen Vereinen, deren Lage jetzt schon seit einem Jahr gleich ist. Selbst unter allen Hygienemaßnahmen und Auflagen ist Vereinssport nur im Profibereich möglich und für alle anderen nicht. Für viele unverständlich. Dazu sagten uns Vereinsmitglieder, Trainer, Vorstände und Inhaber eines Fitnessstudios ein paar Worte. Also unsere Aktion, die wir jetzt hier gestartet haben, Zäune für Vereine, mit dem Untertitel Wir brauchen den Sport, soll eigentlich mal symbolisch ausdrücken, wie viele Vereine im Moment hier eigentlich brach liegen. Wenn wir uns den Zaun mal dazu anschauen, wie viel jetzt schon hier dranhängt, da sprechen wir über eine Summe von 5.000 aktiven Mitgliedern, darunter 1/3 Kinder. Das kann sich jeder selber ausrechnen. Es sind über 1.000 Kinder, die hier im Moment keinen Sport machen können, obwohl Konzepte da sind. Die Vereine sind bereit. Wir haben Hygienekonzepte. Wir können in Einzelgruppen trainieren. Wir können draußen an der Luft trainieren. Ich selber, Übungsleiter meiner E-Junioren, habe 16 Kinder. Ich halte die seit einem halben Jahr, also mit meinem Trainerteam, mit Online-Training fit, mit Challenge. Das ist ausgelutscht. Da holt man kein Kind mehr aus dem Keller. Die Kinder müssen an die Luft, die müssen sich auch in festen, konstanten Gruppen wieder treffen können. Sport machen 2-mal die Woche. Vereine können hier viel lösen. Wir können sogar Familien damit entlasten. Jede Familie ist froh, wenn ihr Kind 2-mal in der Woche wieder regelmäßig zum Sport darf und ausgepowert nach Hause kommt. Das sind ganz andere Kinder. Aber hier wird dazu aufgerufen, die Kinder zu Hause zu lassen, im Zimmer noch am besten mit irgendwelchen Konsolen spielen. Das kann nicht mehr sein und das muss einfach aufhören. Bitte macht den Sport wieder auf für unsere Kinder. Wir sind der Martin Langer und der Marcel Pfeiffer vom Bodewitzer Sportverein. Wir sind Jugendtrainer, trainieren seit vielen Jahren Jugendmannschaften in Bodewitz und wir haben uns bewogen, Lars Dillinger zu unterstützen bei der Aktion, weil es uns einfach darum geht, dass die Kinder wieder in die Bewegung kommen. Den Kindern fehlt jetzt mittlerweile seit einem Jahr der regelmäßige Sport, nicht nur der Vereinssport, sondern auch soziale Kontakte, einfach mal bolzen mit ihren Jungs. Das ist wichtig. Und wir merken, dass die Jungs dauerhaft im Homeschooling sind, am PC sitzen, danach noch datteln. Und denen fehlt einfach schlichtweg die Bewegung. Und gerade bei heranwachsenden Jugendlichen ist das eine wichtige Sache. Der Marcel trainiert noch die Kleineren. Der wird das sicherlich auch mal aus der Sicht der Kleineren ein bisschen sagen. Aber auf jeden Fall ist es wichtig, Bewegung, Sport. Das, was immer gepredigt wurde, Gesundheit, Bewegung, Sport, und jetzt wird es einfach verboten. Ja, also mit dem ganzen Sportgeschehen ist ja auch ziemlich schwierig. Ich trainiere ja die kleineren Kinder und wir haben das online alles probiert. Wir haben kleine Challenges gemacht und. Hat alles sehr viel Spaß gemacht. Aber es kommen halt auch immer wieder Fragen, wann geht es wieder los? Wann dürfen wir uns wiedersehen? Wir vermissen euch. Die Kinder sind halt wirklich sehr, sehr, sehr traurig, gell? Weil alleine in der Stube Sport machen, das macht halt einfach keinen Spaß. Wir hoffen einfach mal, dass es bald losgeht. Die Kinder wollen wieder. Wir sind bereit. Unsere Hygienekonzepte stehen. Die haben voriges Jahr funktioniert. Die würden auch jetzt sofort wieder funktionieren. Also ich kann nur sagen, wir brauchen Sport. Ja, das ist einfach die Message, die hier rüberkommen soll. Und da bedanken wir uns auch nochmal bei dem Lars Dillinger und bei der Franziska Riedl. Die haben das Ganze hier ins Leben gerufen und ich hoffe, es sehen und hören viele. Auch wir vom SV Mosbach sind stark interessiert, die Aktion zu unterstützen. Lars Dillinger, FSV Orlthal, hat uns angesprochen. Ich sage immer, Sport verbindet, gemeinsam sind wir stark. Und auch wir vom SV Mosbach mit unseren 70 Kindern und Jugendlichen, mit unseren 170 Mitgliedern als kleiner Dorfverein, vermissen den Sport ganz, ganz stark. Ich sage immer, ein Fußballer wird nie ein Leichtathlet, ein Mannschaftssportler wird nie ein Einzelsportler sein. Wir müssen in der Gruppe trainieren, wir müssen als Mannschaft trainieren. Und uns geht es wirklich darum, uns im Freien mindestens einmal oder wenigstens einmal die Woche zu bewegen. Und da geht es nicht um Kabine, da geht es nicht um Dusche, da geht es nicht um gemeinsam Bier trinken. Da geht es einfach nur Freilufttraining, Spaß, bisschen schwitzen, bisschen auspowern.
und vor allen Dingen die Kinder als Ausgleich zum Homeschooling, als Ausgleich zum Laptop, zum Handy, als Ausgleich zum Fastfood-Restaurant. Sport ist seit Jahrhunderten ganz, ganz wichtig. Und da brauchen wir kein Mediziner zu sein, um das zu wissen. Sport stärkt Körper und Geist. Sport verbindet. Sport schafft ein ganz, ganz großes Gemeinschaftsgefühl. Und Sport beugt vor allen Dingen vor für die Gesundheit, für die allgemeine Bewegungsertüchtigung, für die pädagogische Erziehung. Und Sport macht am Ende nur Spaß in der Gruppe zusammen. Und ja, wir würden uns freuen, wenn es alsbald wieder losgeht, weil wir haben jetzt Ende April, werden es 6 Monate, wo wir absolut die Beine, die Füße stillhalten müssen und wo gar nichts geht. Und das ist einfach ganz, ganz schlimm. Und ich möchte im Namen unseres Vereins, im Namen aller Vereine an die Politiker appellieren, dass die dringend die Notwendigkeit erkennen und uns wieder rauslassen in die Natur, um gemeinsam was zu machen. Das ist unser Anliegen als SV Mosbach. Und ich würde gerne nochmal ein Spielervertreter, unser Mannschaftskapitän Timo Grau, reden lassen, der das vielleicht als Spieler, aus Spielersicht noch ein bisschen unterstützen kann und verstärken kann. Hallo, mein Name ist Timo Grau, bin Spieler des SV Mosbach, stehe als Vertretung der ersten Mannschaft hier und wollte darauf aufmerksam machen, dass wir seit 6 Monaten nur noch zu Hause sitzen, nichts mehr wirklich machen können, keine Auslastung mehr haben. Das Leben besteht zurzeit nur noch aus Arbeit und Schlafen. Wir haben kein Ziel mehr vor Augen, weil es wird nichts gesagt, wann wir wieder Sport machen dürfen. Und der Kick ist einfach weg und es wird sich keiner mehr von den Spielern hinstellen und irgendwo zu Hause privat laufen, weil wir sind keine Leichtathleten, die von früh bis spät auf irgendeiner Tartanbahn auf- und ablaufen. Und deshalb sind wir Fußballer geworden für das Mannschaftsgefühl und wollen einfach wieder zusammen Sport machen. Wir brauchen Sport, darum geht es heute. Vielen Dank, dass wir heute hier sein dürfen. Vielen Dank an alle, die das hier organisiert haben. Vielen Dank vorneweg schon an unsere Sponsoren, die uns nach wie vor unterstützen. Ja, was sehen wir heute? Wir sehen heute hier sehr, sehr viele Vereine. Eine Vielfalt, die es einfach heißt, zu erhalten. Keiner weiß, wie es weitergeht. Und wir brauchen nach über einem Jahr jetzt endlich eine Lösung. Und die Lösung kann einfach nicht sein, dass weiterhin alles zu bleibt. Das geht, das kann es nicht sein. Ich denke, die Lösung kann für uns persönlich nur sein, dass jetzt wieder Stück für Stück aufgemacht wird. Ich denke, vor einem Jahr waren wir noch gar nicht so weit wie heute. Wir haben jetzt andere Möglichkeiten, wir haben ganz andere Instrumente, die wir jetzt einsetzen können, dass einfach wir wieder auch sicher Sport betreiben können. Und gerade im Kinderbereich auch, die verstehen das einfach nicht und die brauchen einfach auch eine Zukunft und die brauchen wieder den Sport. Und deshalb ist es mir unheimlich wichtig, dass wir jetzt wirklich mit Bedacht wieder öffnen. Und wir haben gute Hygienekonzepte. Das hat es vor einem halben, dreiviertel Jahr auch gezeigt, dass die gut funktionieren. Jetzt müssen wir gucken, dass wir vielleicht das alles noch etwas verfeinern. Aber wie gesagt, wir haben genügend Möglichkeiten und wir sind jetzt schon viel, viel weiter wie damals. Und von daher denke ich, wir können jetzt aufmachen und wir müssen mutig sein. Und deshalb fordere ich auch alle, die ein politisches Amt ausführen, mehr Mut zu zeigen, uns auch Verantwortung zu übergeben und gemeinsam wieder einen Schritt in die Normalität zu gehen. Von daher vielen Dank, dass das hier so toll organisiert worden ist. Und ich hoffe, dass das noch ausbaufähig ist, dass sich noch viele, viele andere Vereine mit dran hier beteiligen. Und ich finde es ganz toll und Dankeschön. Und ich hoffe, dass es bald wieder losgehen kann. Hallo, ich bin der Leon. Ich vertrete die Invictus Kick- und Teilbox-Schule und spreche heute hier im Namen von John Keimbach, der heute leider nicht hier sein konnte. Deswegen werde ich das heute übernehmen. Und ich bin hier, um bereitzugeben, dass wir alle aus der Invictus Kick- und Teilbox-Schule, wie auch viele andere Fitnessstudios, Boxstudios, bereit sind und in den Startlöchern stehen, um wirklich mit dem normalen Fitnessprinzip wieder zu starten. Weil wir alle schon Hygienekonzepte bereit haben, technische Mittel einberufen haben und wirklich mit normalen Kursbetrieben, auch wenn sie etwas kleiner ergriffen sind, wieder starten wollen. Wir erhalten jede Woche mindestens 10 Nachrichten von Kindern, Erwachsenen, die einfach nur sehr, sehr technisch, fitnessmäßig eingeschränkt sind, aber auch einfach sehr antriebslos sind, motivationslos und den Kindern fehlt der Sport, die Freunde. Bei uns im Studio zu trainieren,
Das fehlt den Kindern, den Erwachsenen. Das lebt sich alles auf die Psyche aus. Und wir als Boxschule, aber auch Fitnessstudios, waren auch dafür da, präventiv gegen gesundheitliche, aber auch psychische Faktoren einzugehen und hoffen deswegen, dass bald etwas Lockerung eintreten können, sodass wir, wie auch viele andere Studios, bald wieder mit normalen Kursbetrieben starten können. Ja, hallo, mein Name ist Steffen Teichmann. Ich komme aus Saalfeld vom Fitnessstudio Live. Wir sind seit 8 Monaten in den letzten Jahr geschlossen, zwangsgeschlossen. Und wir erleben tagtäglich in unserer Physiotherapie, die weiter geöffnet ist, wie unsere Mitglieder, die vor circa 5 Monaten noch topfit gewesen sind, mit 70, 80 Jahren, heute mit 1, 2 Krücken reinkommen, wie der körperliche Verfall sich tagtäglich verstärkt und immer spürbarer wird. Das ist für mich eine absolute Katastrophe. Die Mitglieder sind uns ans Herz gewachsen und das zu sehen, macht mich ärgerlich. Es macht mich noch ärgerlicher, weil es nicht sein muss. Fitnessstudios haben Hygienekonzepte. Wir haben von den Regierungen Regeln bekommen, wir haben die Regeln eingehalten. Wir haben teilweise die Regeln verschärft auf unser eigenes Wollen hinaus. Wir haben in unserer Anlage 8 Luftreiniger. Die Luftreiniger sind medizinisch getestet, die killen 99% aller Viren. Und trotzdem dürfen wir selbst im reduzierten Maß nicht öffnen. Fitnessstudios sind ein Teil der Lösung der Gesundheit. Das Immunsystem unserer Kunden oder das Immunsystem aller Menschen ist das, was wir dem Virus entgegensetzen können. Und warum, das ist unsere Forderung, unser Frust, warum wird das seitens der Politik nicht genutzt? Fitnessstudios sind ein Teil der Lösung und kein Problem. Für Vereine, die sich selbst keinen Banner leisten können, wurde von Sina Müller spontan eine Spende in Höhe von 100 Euro übergeben, davon 50 Euro gespendet von der Concordia Versicherung und 50 Euro vom Stocker 2.0. Ein Konzept zur Wiederbelebung des Vereinslebens ist dringend notwendig. Ein Anspruch an Landesregierung, Landräte und Bürgermeister, Schritte zur Wiederbelebung des Vereinslebens zu unterstützen. Wer noch ein Banner von seinem Verein hat, kann es bei der Firma Dillinger oder Franziska Riegel abgeben. Falls eure Stadt oder Gemeinde auch so eine Aktion macht, ruft uns an und wir berichten darüber.